So, ich sag willkommen zu meiner Unboxing-Aktion betreffend die neuen Skylander-Elemente Licht und Schatten. Das ist zwar für Normalos keine große Sache, beziehungsweise die kennen ja die Skylander nicht mal. Für Leute wie mich, die im Skylanders-Universum zu Hause sind, ist das eine Riesensache, wenn zwei Elemente eingeführt werden. Bislang hat sich das alles auf acht Elemente beschränkt: Luft, Wasser, Feuer, Erde, Magie, Technik, Geist und Leben. So, hier mal ein kurzer Überblick über die Skylanders, die ich bereits besitze. Ein kleiner Schwenk zu den weiteren. Man mag denken, es sind wirklich viele und das sind es auch. Aber man muss auch bedenken, die sind nicht von heute auf morgen alle angeschafft worden, sondern es hat 4,5 Jahre gedauert, um diese Sammlung aufzubauen. So, der Tisch ist ein bisschen staubig. Hier haben wir die kleinen Minis. Na, das sind ja die Trap Master des neuesten Teils. Gut. Weiter geht's zu dieser schwarzen Tüte. Befindet sich da drin? Naja, entweder Zeug aus dem Sexshop, Beate Uso oder so. Ist ja sehr anonym gehalten mit dieser schwarzen Farbe. Oder aber andere Dinge, die mit denen die Leute nicht gerne in Verbindung gebracht werden, gerade Erwachsene, Videospiele. Und da haben wir einmal das neue Element Licht. So, wir sehen also, in der Packung befindet sich ein neuer Trap Master. Ja, eben mit dem neuen Lichtelement. Eine Falle, auch vom Lichtelement, und ein weiteres Objekt, dessen Bedeutung mir noch nicht ganz klar ist. Aber wenn man sich das auf der Rückseite mal anschaut und durchliest, erfährt man, dass durch das Aufsetzen dieses Turms, sage ich mal, quasi ein neues Gebiet in der Hub-Welt, in der Oberwelt freigeschaltet wird. Es ist kein Level-Add-on, soweit geht es nicht. Es ist aber, wie gesagt, es schaltet ein neues Gebiet frei. So, was haben wir noch in der schwarzen Tüte? Natürlich, das Äquivalent dazu ist das Schattenelement. Da gilt das gleiche wie zuvor. Wir haben auch hier einen Trap Master des Elements Schatten. Die passende Falle und auch so einen Turm. So, dann mache ich mich mal ans Auspacken. Ich fange mal mit dem Licht an und tue mal das überflüssige Zeug weg. So. Los geht's. Ich sollte die Kamera etwas erhöht aufstellen. Das mache ich jetzt auch. So. Na. Damit man alles gut im Blick hat. Wegräumen. Zack, zack, zack. Und auspacken. Nochmal das Auspacken. Na, willst du wohl stehen bleiben? Ich habe keine Lust, nochmal von vorne anzufangen mit diesem Video. Ach, wir machen es einfach so. So, Pelze. Ja, perfekt. Okay. Entschuldigt die Unterbrechung. Also, es gibt Leute, die behalten ihre Skylanders für immer in dieser Verpackung drin, ist ja auch möglich. Der Code der Skylander-Figuren kann auch durch das Plastik hindurch gelesen werden.
Aber mit den Fallen gestaltet es sich dann zum Beispiel schwierig. Die können nur benutzt werden, wenn man sie auspackt. Und ich packe die immer aus, die Figuren. Ich behalte natürlich die Karten. So, nochmal der Lichtskylander, der Trapmaster, die Falle und der Turm. Und dazu entsprechend dahinter. So. Die Karte und der Aufkleber des Lichtelements. Ach, wie liebe ich diese Packungen. So. Hier haben wir die Falle. Okay. Und zu guter Letzt der Turm. So. Habe ich übrigens eben gerade erst von Mac Media Games abgeholt. In der Passerelle in Hannover. Und dazu auch die Karte hier. Passerelle in Hannover. Und an der Stelle mache ich gerne Werbung für diesen Laden. Denn der ist einfach spitzenmäßig. Und was ich jetzt gerade sehe, es befinden sich Aufkleber der Elemente der Schurken. Ja, es befinden sich Aufkleber von Schurken da drin. Warum, ist mir jetzt nicht ganz klar, weil hier wird auch angezeigt, es ist einer von Technik-Element. Teilweise habe ich die auch schon gefangen. i5 habe ich schon. Naja, gut. Mal gucken, was es soll. Ne? Also, wir haben, wie gesagt, die obligatorische Karte des Skylanders, die des Turms, dazu jeweils die Aufkleber, so, und diese 5 Aufkleber, also eigentlich sind es nicht 5, sondern 8, einmal die 4 Bilder und darüber die Namen. So, und da der Akku der Kamera gleich leer ist, so, mache ich mich noch schnell ans Auspacken der anderen Box mit dem Schattenelement. So. Gleich kriegt er wieder was zu sehen. Also, erstmal die Umverpackung entfernen. Wenn das geschehen ist, so wie jetzt, dann hat man schon mal einen guten Blick. So. Es geht damit los, dass ich den... Es sieht rabiat aus, aber die Figuren halten es aus und es geht halt oft nicht anders. So. Der heißt Nightmare. Ist wie gesagt natürlich auch ein Trapmaster. Der erste Trapmaster des Elements Schatten. Sehr schick, finde ich. Wobei ich den Engel auch ganz cool fand. Dann die Falle, die kriegt man ja so gut wie gar nicht raus. Moment, ich zeige es euch gleich wieder. So, da ist sie. In Spinnenform. Schön. Und der Turm. So. So, ich stelle die Skylander mal hier so hin, dann kann man die ein bisschen sehen aus der Ferne. Entfernen mal die Plastikverpackung. Und wo habe ich denn jetzt den anderen Turm hingetan? So, hier der Turm. Die Fallen sind hier nochmal beide. Und auch hier die Aufkleber. Und Karten. So. Hier die Karten von Nightmare und dem Turm.
Plus wieder 4 weitere Aufkleber. Ich weiß nicht, die müssen, bei denen wird jetzt der Mond angezeigt. Das, was ja für Schatten steht, dann ist das hier nicht Technologie, wie ich zuerst vermutet habe, sondern Licht. Licht wird mit so einem ähnlichen Symbol gekennzeichnet wie Technik, nämlich so einem Zahnrad, aber mit viel mehr Zähnen, sehe ich gerade. So. Das heißt, es sind Aufkleber zu den Schurken, die man noch fangen kann. Aber die bislang halt nicht freischaltbar waren, weil die entsprechenden Elemente noch nicht vorhanden waren. Licht und Schatten, das Spiel ist jetzt seit einem halben Jahr, denke ich mal, auf dem Markt. Ich bin gerade auf der Suche nach dem anderen Turm. Irgendwo finde ich den schon. Und da liegt er auch. Und ich will es noch einmal in Gänze zeigen. Die beiden Türme. Beide schick. Der Trapmaster des Lichtelements. Ich finde ihn auch sehr schick. Ist eigentlich ein Mensch mit einer Adlermaske, so würde ich das sagen. Ne? Ah ja, da sieht man auch, so sieht das Elementsymbol aus, wie eine Sonne. Soll eine Sonne darstellen, ne? Licht. Ganz klar. Für die Blöden wie mich, ne? Damit die das auch kapieren. Und hier nochmal der vom Schatten. Und Licht. Und hier bekämpfen sie sich. Tot. Gut, das war's soweit. Die werden sich zu meinen bisherigen Skylandern gesellen. Und nun habe ich die Möglichkeit, das Spiel Trapmaster, also den neuesten Skylanders-Teil, komplett durchzuspielen. Jeden Winkel zu erforschen. Und naja gut, ich habe Zugang zu jedem Bereich. Ne? Ich habe Trapmaster zu jedem Element. Ich habe, das reicht eigentlich, ne? Ich habe zu den 10 Elementen jeweils die Trapmaster, von manchen auch 2. So, und ich glaube, ich mache mich dann auch demnächst ans Spielen. Ich kann es kaum noch abwarten. Und tschüss.